Suche nach feindlicher Panzerkolonne. Okay. Wir sollen jetzt eine ganze Kolonne alleine ausschalten anscheinend. Ganz normaler Tag. So. Wo sind die hingelaufen? Ach, ich sehe doch gar keinen. Was hat er denn? Ah, das ist die Kolonne. Alter, der Rückstoß. Ich fahre mal hier runter. Was soll's? Einer weniger. Du hast einen Raketenwerfer, ne? Du auch. Okay, ich fahre mal lieber ein bisschen weiter. Wenn man nur stehen bleibt, dann glaube ich, treffen die ihn besser. Alter. Da ist noch einer. Er ist so knapp. Komm schon. Jetzt ganz schnell reparieren, aber ganz, ganz schnell. Reiß dich doch mal zusammen hier. Zwei Ziele. Ja, ist ein Aufpanzer. Ja, voll daneben. Nice. So, den haben wir aber gut getroffen. Volle Breitseite. Ah, oh, Mist. Schmeißen da Rauchbomben hin. Das ist nicht so gut. Das ist nie ein gutes Zeichen. Alter, ich dachte, er fährt dahin. Das wäre jetzt nicht so gut. Da ist noch einer. So. Jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe. Alter, das wäre nicht so gut. Die nächsten Schüsse müssen echt mal ein bisschen besser sitzen. So. Alter, der hat ja sogar eine heftigere Panzerung der Panzer gehabt, ne? Na, Mist. Komm schon. Wie, jetzt sind wir auf uns gestellt? Ich dachte, das war's jetzt erstmal. Da kommt dann noch so ein Raketenpanzer. Ne, jetzt haben wir nur Vorrücken, das geht ja noch. So. Die können wir nicht zerstören, indem wir gegenfahren, ne? Ich teste einfach mal, komm, was soll's. Die ist unzerstörbar, die Säulen. Na gut. Dann, fahren wir mal weiter. Das kann nichts Gutes bedeuten. Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja?
steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hauptmann, wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. So, warte mal. Das muss ich kurz testen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alter, wie die Autos einfach zu Schrott gefahren werden, wenn man drüber fährt. Da hat man sich wohl richtig Mühe gegeben. So, wir sollen vorrücken. Da sehe ich doch schon einen. Oder sehe ich ganz schön viele. Ich fahre mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, ich treffe die von hier noch gar nicht. So. Ja, die sehen mich aber schon. Aber wirklich in Deckung gehen die jetzt nicht. Naja. So. Wir haben ja unendlich Schuss. Wir können ein bisschen reinballern. Ich mach mal ohne Visier. Solange da noch kein Panzer ist, ist das ja alles kein Problem. Oh, ja gut. Wenn man vom Teufel spricht, ne? So, das war's. Die Raketenpanzer sind echt nervig, ey. Ja, wirklich amerikanisch? Bist du dir sicher? Ich weiß ja nicht, du. Alter, brennen wir oder was? Nee. Alter Schwede. Der hat einen heftigen Abgang gemacht. So, was ist jetzt? Da können wir, glaube ich, nicht lang, oder? Ich könnte es mal probieren. Komm, was soll's. Open World und so, ne? So, mal gucken. Aber ich glaube nicht. Nee, das sieht nicht so gut aus. Komme ich hier überhaupt noch zurück hier?
Ja, gerade so. Ja gut, dann fahren wir halt mal so, wie wir fahren müssen. Na gut, Spiel. So, dann habe ich einfach hier die Straße weiter, schätze ich mal. Ja, es riecht nach einer Falle. Na, das ist eine von uns. Die haben mich voll erwischt. Zum Glück waren das nicht wir, ne? So, fahren wir mal weiter. Ah, ich wusste, da kommen gleich wieder Gegner. Er hat mich schon bereit gehalten. Konnten wir da nicht langfahren? Das verstehe ich nicht. Ah, komm schon. Ja, nice. Das war das Geschütz. Jetzt steht das dann nicht mehr, aber... Hier sind da bestimmt wieder welche in den Fenstern, oder nicht? Ja, da geht's wieder los. War das der einzige? Nee, natürlich nicht. Ja, dich habe ich kommen sehen. Alter, noch einer? So, das ganze Gebäude einfach zum Einstürzen bringen. Das sollte ihn schon erledigen. Ah, das ist mir einfach zu... Sieht mir zu sehr nach einer Falle aus hier. Ah, das ist ja nicht so gut. Alter. Der hat uns voll erwischt. Scheiße, komm schon, Stefan, das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Ich kann nicht reparieren. Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehr. Schießen kann ich auch nicht. Du bist verrückt, Peter. Dann bin ich eben verrückt. So. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch, Blut, Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts. Flugabwehrgeschütz. Ja. Eine gedankenlose, allmächtige Maschine. Bin einfach nur ein verwundbarer Mann. Voller Fehler. Jetzt sind wir außerhalb des Panzers, aber ich würde jetzt hier erstmal aufhören. Also die Folge hört jetzt hier auf und dann geht's nächstes Mal zu Fuß weiter. Das wird, ich weiß nicht, wie das wird. Wir haben ja nicht gerade die tollsten Waffen, aber ein paar coole Granaten. Und da vorne fahren ein paar Panzer rum, also mal gucken, wie das dann laufen wird, ja. Oder würde ich sagen, war's das erstmal für jetzt und, ciao.